Okay, voll quer eingestiegen. So, das könnt ihr ja zu Hause mal probieren. Ne? Ich meine, man kann ja mit einem stinknormalen Netzteil, was man auf 24 Volt einstellt, eine normale Autobatterie ganz leicht laden, gell, Libby? Mhm. Aber hier unten ist er jetzt. Die schönen Funken, die man dabei machen kann, ist jetzt Bedini 3.0 dran. Aber ohne SCR quasi. Und wenn man als SCR nicht da hat, dann macht man so. So ein paar Mal und dann nimmt die Batterie wieder Ladung an. Ganz normal, ganz normal. Es ist das Normalste der Welt. Gar keine Hexerei. Also ein Bedini Luftspulen. Das ist jetzt der Luftspulenlader. Das ist halt hier vorher nochmal, wenn ich mit weniger Volt laden will, weil ich ja gegen Minus vom Eingang gehe. Ach so, da kannst du hier dann noch einmal die Spannung dann regulieren. Vom Eingang her. So. Und der braucht jetzt weniger als 12 Volt für eine Autobatterie oder auch mehr als 12 Volt? Pff, können wir mit weniger reingehen. Das geht sowohl als auch. Wir können aber nur bis 11 Volt, weil ich hier so einen Abschalter mehr gebaut habe, sonst geht er nicht. Na, also hier schaltest du ein, dass deine Solarbatterie nicht zu sehr entladen wird. Aha. Und hier ist halt automatisch das dann abschaltet. Dann brauche ich bloß anschwingende. 44, 245 und wir ziehen 200, ja gut, das ist ja moderat, ne? 12 Volt, 230 mA. Ich habe hier auf 9 Volt, wir müssten hier auf 12 Volt einstellen. Aha, brauchst du da was dazu? Ja, dann schreiben Sie. Es quietscht ein ganz, ganz kleines bisschen, aber nur, wenn man ganz nah rangeht. Ja, Moment, mach das nochmal, das habe ich jetzt nicht auf Video drauf bekommen. Jetzt will ich das mal testen. Okay. Nee, das geht nicht. 220 Volt LED. Nee, weil ja der Abschalter ist. Kann nicht alles funktionieren. Aber das, was du vorher gezeigt hattest, war noch viel, viel cooler. Also, einschalten. Lädt jetzt mit. Ich sehe immer noch auf 9 Volt, ne? Jetzt sind wir auf 9 Volt. 9 Volt. Okay. Nee, 6? Aber mit 6 Volt. 6 Volt, Entschuldigung. Okay, wir gehen mit 6 Volt rein. Tut sich hier was? Nicht so richtig. Was ziehen wir denn eigentlich? 350 mA. Ja, tut halt jetzt langsam. Okay, ja, wir fahren selber auf 9 Volt gehen. Ich meine, das ist eine Autobatterie. Ja. Ja. Ja, dann geht es ja ein bisschen schneller. Das ist ja nur, wenn die jetzt eine 9 Volt Batterie. Genau. Dann sollen wir mit 9 wollen. Oh, jetzt schon bei 47. Okay, ja, und jetzt stolpert aus Versehen jemand über das Gerät drüber und das Kabel geht ab und die Schaltung geht von alleine aus. Also quasi, das ist der Relaisabschalter. Da schaltet er bei 13,8 ab. Und wenn die Batterie quasi weg ist, geht der, wird der Conti zu voll geladen und dann schaltet es einfach ab. Ach, das ist praktisch die Abschaltung. Ja. Ha, genial. Einfach. Theoretisch müssten wir jetzt, um so eine 220 Volt Lampe hier dran zu hängen, müssten wir die Abschaltung noch einen Schalter ranmachen. Mhm. Dass man das unterbrechen kann und dann kannst du jetzt. Ah, weil es den Conti jetzt praktisch zu voll gehauen hat und die Spannung halt ausgereicht hat um die Lampe hier. Aha, okay, dann könnte man auch solche Lampen damit zum Leuchten bringen. Ja. Und das ist einfach nur Luftspulenbedienung. Das stinkt normaler Luftspulenbedienung. Kennen wir ja alle. Richtig kreativ hier. Ich hatte keinen Schwung da. Das ist so geil. Na, der hat sie gemäht, dann nimm mal sowas. Tschüss. Der hockt sich hier hin, zeigt mir ein Schultief. An den Schultief hängt ein ganz normaler Lüfter. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommt er mit dem Ding an und hängt das auch noch ran. Oh. Muss halt den Lüfter noch wegrechnen, ne? Achso, der Lüfter dreht ja auch noch. Und original ist der. Das ist also nix Bedini oder sowas. Nee. Ja, der ist ja verhältnismäßig leise. Den müsste man echt abklemmen. Hast du mal einen Seitenschneider? Ein Seitenschneider zum Abklemmen, klar. Moment. Ja, mach mal das Licht aus. Achso, das ist entschuldigend Dingslicht. Ah, wir haben ja hier gute Beleuchtung. Also bei. Warte mal, hier kann man das noch ein bisschen leichter rechnen. Helligkeit geht nicht sehr zurück. Ja. Ah, 12 und 19. Kann man genau. So, dann kannst du jetzt, du siehst, ich mach's nochmal aus. Mhm. Dann siehst du, wie die angeht. Okay. Ja. Jetzt. So ist halt normal, immer so Joule, die etc. Da sieht man immer das Blaue, den Blauanteil hier.
Da hatte ich nicht richtig gezündet. Okay. Und man sieht, am Eingang sind wir bei 330 mA. Die ist noch gar nicht richtig an. So, jetzt machen wir, legen wir ein bisschen mehr Spannung. Oder wir. Wo waren wir jetzt? Okay, bei 14, 15 Volt ungefähr, wa? Ja, wir können aber, wir können es anders machen. Wenn wir jetzt bei 12. Da ist schon viel heller, blau ist weg hier. Ja, die ist jetzt richtig an. Die ist jetzt richtig gezündet. Man kann jetzt quasi so machen, wenn die aus ist. Und man hat jetzt keine, man hat jetzt eine 12 Volt Spannungsversorgung, habe ich hier noch einen Taster reingemacht. Ach, was mit dem Taster? Da überbrücke ich einen Vorwiderstand kurz. Ach so, und dann kannst du auch mit einer 12 Volt Eingangsspannung. Ja. Ja. Hey. Hey. Und 4 Watt, ne, die leuchtet. Könnt ihr ja selber rechnen. Also die ist hell genug, ne? Kann man die hier so ein bisschen, was haben wir hier noch stehen? Aha. Das kommt später. Vielleicht fällt mal hier hin, wenn du jetzt nichts siehst. Ja, genau, hier ein bisschen die Pflanzen. Also das ist unverkehrt. Die ist wirklich voll da. Das ist echt krass. Und es zieht nicht hier, wird es nicht warm? Ja, den Lüfter hast du ja eigentlich mit ran konzipiert, dass er einen Transistor kühlt, ne? Aber jetzt wird auf einmal nicht warm. Ja, da wird ein bisschen warm, aber das lohnt sich nicht, den zu kühlen. Gut, das ist ein Argument. Sinn. Die wird übrigens auch warm. Ja klar, alles klar. Jawohl. 4 Watt. 4 Watt. Voll da. Und der Transistor, der wird überhaupt nicht heiß. Also ne, ich kenne da viel kompliziertere Ansteuerungen. Weil jetzt sieht man so an der Hände hier, dass er hält ordentlich. Ja, hier, ich halte eine ganz normal mit dem Finger. Und das ganz normale Schulti. Plus. Hier können die über den Trigger, das haben wir ja schon alles 100.000 Meter. Ja, da gibt es genug Videos auf dem Action for Free Kanal. Ähnlicher Zusatz ist, was der Thorsten von uns erzählt hat, das überbringt kurzen Vorwiderstand und dadurch könnt ihr sie dann voll zünden. Ah. Und, ja. Einfach genial. Dann klemme ich das gerade verkehrt an und dann hängen die wieder die Leute rum. Der ist ein Betrüger, ein Troll, Formwandler. Neurechter! Nee, was ich eigentlich schon gehört habe, kannst du ein Buch schreiben. Oder? Schwachsinn. Ist das plus unten? Plus jetzt unten. Gut, Korrektur. Plus oben hin, Leute. Kleines bisschen Verwirrung muss sein. Plus oben hin. Wie ausgerechnet das jetzt habe ich nicht drauf gekriegt. Was? Ich weiß gar nicht, ab wann ich gedacht habe, ich will. Also, schade. Jetzt gerade so, wo wir es ganz, ganz wunderbar, super schön, fernsehreif erklärt haben, habe ich Trottel vergessen, auf Rekord zu drücken. Ach, manches darf halt einfach so nicht sein. Im Grunde ging es darum, dass. Ja, wir machen es nochmal. Also, erstmal unsere Spannung ein bisschen hoch. Und erstmal sehen, dass die Dinger überhaupt schwingen. Ich krieg's jetzt so, wie wir es vor uns waren, echt schön. An. Jetzt habt ihr gesehen, es ist heller geworden und die Stromaufnahme fällt. Jetzt schwingt das selber. Und das ist so das, was beim Joule oft fehlt. Wenn man jetzt zum Beispiel hier hinten rankommt, egal mit was, ne, bricht die Schwingung zusammen. Ah, ist dann praktisch das als Kondensator zu groß? Beziehungsweise Widerstand. Okay. Kann also so, ne? Das ist halt nur beim Joule. So muss das erste Mal schwingen. Mhm. Nein, bei dem geht's jetzt. Aber jetzt kannst du es nochmal anschwingen, weil du hier einen Draht dranhängen hast. Weil der Draht dran ist. Weil es den Widerstand ändert. Und das ist das, was man damals jetzt hat. Das wird wieder heller, ja? Das ist heller geworden. Ich habe nichts gemacht. Keiner hat hier was gemacht. Die schwingt sich schon alleine hoch. Das sieht man schön. Und das ist halt das Schlimme, was die in dem einen Video gesagt haben, wo ich schon einen Kommentator noch geschrieben habe. Von wegen, es wäre egal bei einer Tesla-Spule hier oben drauf, was da drauf ist. Aha. Die Lampe hängt ja jetzt eben hier oben am Kabel. Die hängt jetzt direkt hier an dem Kabel über den kleinen Draht nur hier hinten an der einen Seite dran. Was man ja normal nicht macht. Ist voll durchgezündet und hier ist alles frei. Und wenn man hier irgendwie was versucht dran zu hängen, geht das aus. Ein Transistor. Darius, du hattest vollkommen recht. Das Potti ist nur beim Anschwingen, dass ich hier ein bisschen Vorwiderstand drauf habe. Ne? Mehr nicht, das brauche ich nicht. Das Potti brauchst du jetzt nur noch zum Anschwingen. Hm. Und dann kannst du es wegnehmen. Hm. Also kannst du hier wegmachen. Ja. Bricht auch nichts hier zusammen, wenn das Schwingen weg ist. Nur, so. Wenn du hier Potti weg. Warte mal, das Kabel brauchst du ja auch nochmal. Nee, das ist nur das Basis, habe ich hier nicht geklemmt. Mach das auch nochmal weg.
Nee, das geht nicht, hier hängt das Basiskabel dran. Ach, ey, hör mir auf! Hör mir auf! Drei Kabel! Das gibt's nicht! Ja, hab ich so noch nicht im Internet gefunden. Ich auch nicht. Aber nur original mit dem Schalter hier an der Seite, ja. Boost. Ach, das war der Boost. Warte mal, machen wir mal 1,5. Das ist mit einer, wäre das. Das wäre mit einer vollen Batterie. Und das zieht 20 mA. Das ist keine Ahnung, wie lange das hält. Das geht noch weiter runter. Da muss ich auch einen Boost anmachen. Weiß nicht, ist jetzt hier schon 0? Geht aber noch. Aber jetzt können wir halt noch einen Boost, ne? Wenn du Batterie leer ist, zack. Das zieht auch nicht mehr. Ne, das ist schon ein geiles Ding. Mal gucken, ob es die Runde macht.